Wie schön, dass wir gemacht haben. Auch all diejenigen, die zugeschaltet sind, was für ein Segen, dass wir diesen Tag mit dem Herrn beginnen dürfen. Oh, Glorias. Markus Kapitel 11. Wir neigen uns der Feier, wo Jesus in Jerusalem einzieht, wo diese Hoffnung, die so lange da war, auf einmal in Erfüllung geht, Jesu Einzug in Jerusalem. Markus Kapitel 11. Als sie in der Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sagte ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn es jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, dann sagt, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. So gingen sie hin und fanden das Fohlen an der Tür angebunden draußen auf dem Weg und sie banden es los. Und einige, die dort standen, sagten zu ihnen, was macht ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und sie ließen sie gehen. Dann führten sie das Fohlen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere hieben Äste von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Und die vorangingen und die folgten, riefen, Hosanna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für diesen gesegneten Morgen, den wir erleben dürfen, Herr, wo wir lebendig aufwachen durften, wissen, deine Gnade ist heute noch gültig, deine Barmherzigkeit ist immer noch am Wirken, Herr, und das Blut Jesu Christi hat immer noch dieselbe Macht, Halleluja, Herr. Komm und führe uns in diesem Wort, Herr. Wir loben, preisen und danken dir in Jesu Namen. Amen und Amen. Jesus hat Jericho verlassen, in Jericho. Da war Bartimäus, dieser Blinde, wo so viel Großes passiert ist, Jericho, da war Zachäus. Und nachdem kommt er jetzt auf den Weg nach Jerusalem. Und es war die Zeit, wo sich erfüllen sollte das, was schon vorhergesagt war, das schon durch die Propheten gesagt wurde, dass dieser Jesus, dass dieser Herr, dass dieser würde kommen, nicht nur als Retter, nicht nur als Erlöser, nicht nur als Sieger, sondern als König der Könige, als Herr der Herren. Und die Zeit, sie ist soweit. Es ist kein Zufall, es ist nicht eine Improvisation. Es wurde schon vor vieler Zeit von dem dreieinigen Gott beschlossen, wo die zweite Person der Dreieinigkeit sich zur Verfügung gestellt hat, auf diese Welt zu kommen, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir im Segen, damit wir befreit, damit wir erneuert, damit wir wieder würdig in Christus Jesus sein. Und diese Zeit ist gekommen. Die Zeit, worauf die ganze Menschheit gewartet hat. Die Zeit, die jetzt gekommen war. Die Zeit, die Gott vorherbestimmt hat. Die wichtigste Zeit, die Geschichte der Menschheit ist angekommen. Die Woche, wo Jesus sollte antreten dazu, wozu er bestimmt war. Wo sein Ziel, wo seine Berufung, wo er als Jesus Christ, wo er als Herr für uns starb. Und die Bibel sagt uns, als sie in Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, Bethanien, an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger. Und Jesus, der Herr ist, und Jesus, der auch selbst als Mensch diese Allwissenheit hatte, er wusste, wo ein Fohlen war. Er wusste, was zu sagen war. Er wusste auch, wie es zu sagen war. Aber er ist nicht da, er ist auch Herr. Denn er sagte, der Herr bedarf seiner. Und er ist nicht jemand, der nur bittet, er ist jemand, die Bibel sagt, und er, dass er das auch zurückgeben würde. Jesus war jemand, der niemals sein eigenes hatte. Die Bibel sagte selbst zum Predigen das Boot, es war ausgeborgt. Wo er hierher kommt, der Esel, er war auch ausgeborgt. Seine Gruft, die war ausgeborgt. Denn er hatte nicht das Reich dieser Welt, sondern er hatte das ewige Reich. Er ist der Herr der Herren. Und die Bibel sagt uns, und so kommen sie und sagen es ihm. Und es ist nicht nur, dass sie wissen, was gesagt wurde. Jesus ist auch Autorität, auch über die Natur. Denn es war ein Fohlen und auf einen Fohlen, der noch nie geritten wurde. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Tiere auskennst. Wir hatten einen Bauernhof, wir hatten Pferde, wir hatten eine Stute, die hieß Kambira, die hatte einen Fohlen. Und ich möchte dir sagen, auf einen Fohlen reitest du nicht, wenn er nicht eingeritten ist. Und hauptsächlich, du führst ihn auch nicht dahin, wo er will. Und hauptsächlich ein Esel. Ich weiß nicht, ob du seinen Ruhm kennst. Er ist stur. Du schaffst es nicht, ihn dahin bringen. Aber hier zeigt es, dass Jesus ist auch Herr über die Natur. Er heißt auch, auf dem Instinkt der Tiere leitet er auch. Und dieses Tier kommt und mit diesem Tier zieht er in Jerusalem ein. Und er ist nicht wie die römische Herrscher, die hineinkamen und wo sie dann ihre ganze Gefangenen hinter sich zogen, wo diese ganze Trommel da war, wo die ganze Räucher
gemacht wurden, wo die Leute hinter ihm sangen, wo die Gefangenen an Ketten waren, die dann nachher für den Löwen oder in der Arena gebracht waren oder die umgebracht wurden, sondern dieser König, er kam anders. Er kam als dieser Demütig. Er kam, um zu zeigen, sein Ziel ist nicht Krieg, sondern Frieden. Er kommt hinein in einer ganz neuen Art. Er kommt hinein, um zu zeigen. Und sie fangen an zu sagen, Hosanna. Hosanna ist ein Schrei nach Befreiung, ein Schrei nach Erlösung. Und sie sagten, Hosanna, der da kommt in dem Namen des Herrn. Sie wissen, dass da ist jemand, es ist der König. Und sie berufen sich auf David. David, seine Regierung war irdisch. David, seine Regierung war begrenzt. David, seine Regierung war aus der Welt. Jesus, seine Regierung, sie ist ewig. Seine Regierung, sie ist vollkommen. Seine Regierung bringt Frieden. Seine Regierung bringt uns den Sieg. Und Jesus kommt in die Stadt hinein und die Bibel berichtet uns, das Volk, in Johannes sagt er, das Volk kommt ihnen entgegen und auf einmal der hineinkommt, wo Daniel schon in Kapitel 2 prophezeit hat, dieser große Stein, der hineinkommen wurde auf diese große Statue, die den Kopf von Gold hatte, die ihren ganzen Brust von Silber hatte, die Hüfte hatte von Kupfer, wo die Beine von Erde und von auch noch gemacht waren von Eisen, wo das bedeutete, nicht nur das Reich von Nebukadnezar, von den Babyloniern, nicht nur die Medo-Perser, nicht nur die römische und griechische, sondern er würde in Ewigkeit, ein Reich in Ewigkeit haben. Und dieser Stein, er wälzt alle Könige runter und er bleibt, Halleluja, auf Ewigkeit. Und da beginnt es, hier kommt es hinein. Und die Bibel sagt uns, wenn du schaust in den nächsten Versen, die Bibel sagt da in Vers 10, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt in dem Namen des Herrn. Und Jesus ging in Jerusalem hinein in den Tempel und nachdem er alles ringsum begutachtet, angeschaut hatte, ging er, weil es schon spät am Abend war, nach Bethanien hinaus mit den Zwölfen. Jesus kommt und er begutachtet den Tempel. Interessant ist hier diese zwei Geschichten, die parallel laufen. Dieser Tempel und in Vers 12, am folgenden Tag, als sie nach Bethanien weggingen waren, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von fern, der Blätter hatte. Da ging er hin, um es zu sehen, ob es Früchte daran fände. Und als er hinkam, fand er nichts als nur Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus sagte zu ihm, nun esse von dir niemand mehr Frucht in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Wo Jesus hineinkommt in Jerusalem, diese Texte beide, die haben ganz genau prophetisch damit zu tun, wo Jesus hineinkommt in Jerusalem. Wo Jesus hineinkommt, der Feigenbaum, der hier Blätter zeigt, der Tempel, das sind beides Bilder, die Jesus bringt in Bezug auf das Volk Israel. Der Feigenbaum, dieser Feigenbaum in Israel, er bringt nie die Blätter vor die Frucht, sondern wenn da ein Blatt ist, ist weil eine Frucht schon war. Und die Bibel sagt, es war außerhalb der Zeit. Warum hat Jesus seine Macht gebraucht, um zu verfluchen und nicht um zu segnen? Jesus hat seine Macht doch immer gebraucht, um zu heilen, um zu erneuern, um zu segnen, um zu wiederherzustellen. Wieso gebraucht Jesus seine Macht hier, um zu verfluchen? Wir sehen nur zweimal, wo Jesus diese Kraft braucht. Das erste Mal beim Gadarener, wo er diese Dämonen bei den Säuen hineinbringt, um zu verdeutlichen die Kraft der dämonischen Mächte, um zu zeigen, es ist kein Spielzeug, dass wir gegen den Feind kämpfen, um zu zeigen, Satan, ja, er hat Macht, aber Jesus hat diese Macht besiegt. Und zweitens hier, wo er kommt zu diesem Baum und wo er zeigt, dass dieser Baum, er zeigte Blätter. Das bedeutet, es sollte eigentlich Früchte da sein. Warum nimmt Jesus sowas so ernst? Dieser Baum, er kennzeichnet das Volk Israel. Das Volk Israel, das schon so viel gesegnet. Das Volk Israel, das eigentlich Frucht bringen sollte. Das Volk Israel, das mit ihren Leitern, mit ihren Priestern, mit der ganzen Regierung eigentlich korrupt waren. Und wo man angeblich ein Schau der Heiligkeit hat. Warum ist das für Jesus so ein Affront? Weil er gekommen ist und weil er als Gott gekommen ist. Jesus ist derjenige, der das Recht hat, Frucht an mir und an dir zu finden. Jesus ist derjenige, der Einzige, der Recht hat, Früchte zu suchen bei uns. Und er kommt und er sieht da die Blätter. Und was bedeutet das?
Diese Blätter bedeuten erstens, dass dieser Feigenbaum, er sagt den anderen Feigenbaum gegenüber, schau mal, ihr seid alle trocken, ich bin schon da, ich bin schon heilig, ich blühe schon, ich habe schon Früchte. Und auch zu zeigen, dass außerhalb der Zeit, wo die Feigen waren, ich blühe auch, wenn ihr auch noch nicht die Zeit, wenn auch die Zeit noch nicht gekommen ist, aber ich bin mehr als diese Zeit, ich bin besser als diese Zeit, ich bin stärker als diese Saison, ich bringe Frucht. Es ist eine Täuschung, es ist eine Propaganda von etwas, das nicht wahr ist. Es ist eine Heiligkeit, die nicht da ist. Und diese Frucht, die ist nicht da. Ich habe schon sehr viele Blätter gesehen, die ich dachte, sie waren Früchte. Bestimmt hast du das auch schon erlebt im Leben. Wo du denkst, das sind Früchten. Wo du auf einmal so viel Anschau ist, wo so viel Propaganda ist. Wo Menschen sind, die auf einmal so viel von ihrem Dienst sprechen, von ihrer Heiligkeit, von das, was sie tun. Aber die Bibel zeigt uns ganz klar, und da kommt Jesus hinein, wo er auch im Tempel hineinkommt, der Tempel, der auch Israel symbolisiert. Dieser Tempel, der um 500 Jahre vorher, wo er zerstört wurde, weil dieser Tempel sein Ziel nicht mehr erfüllte. Was war der Ziel? Es war Gebet, es war die Gemeinschaft. Im Tempel, da war der Vorhof, da war der Hof der Frauen, der Männer, da war der von denen, die nicht zu Israel gehörten. Und dort war es der Ort der Begegnung. Aber zu den Festen, es war Osterfest, es war das größte Fest. Und da kamen von im Kreis von 25 Kilometern, mussten alle kommen, um diesem Fest zu kommen. Und sie mussten auch ihre Tiere bringen. Und das Problem war, sie brachten ihre Tiere, aber die Priester, sie waren zusammen mit den Händlern, sie haben sich abgesprochen und sie schauten die Tiere an und sagten, dein Tier ist nicht gut, du musst ein unfehlbares Tier. Und sie haben irgendeinen Fehler gefunden, damit sie von den Händlern die Tiere kaufen müssen. Und diese Tiere waren mit einem Wucherpreis. Genau das Gleiche mit den Händlern. Sie kamen hinein und damit sie diesen Passafest feiern konnten, mussten sie Tempelsteuer zahlen. Und der Tempelsteuer, der musste mit einer israelischen Münze vom Volk Israel bezahlt werden, durfte nicht mit ausländischen Münze. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass sehr viele Ausländer da waren. Und sie kommen und wenn sie das Geld wechselten, da war ein Wucher, da wurde so eine große Umtauschzinse. Und natürlich war das nicht nur von den Händlern, sondern die Leiter vom Volk Israel hatten ihren Gewinn bei diesen Dingen. Deswegen waren sie so empört über Jesus, deswegen wollten sie Jesus umbringen, weil es ihren Gewinn raubte. Und Jesus kommt und zeigt symbolisch, dass dieser Feigenbaum, dass dieser Feigenbaum eigentlich, Spurgeon sagte, Jesus hat eigentlich den Feigenbaum nicht verflucht, er war schon verflucht, weil er nicht Frucht brachte. Wisst ihr, Geschwister, Jesus sucht Frucht. Die Bibel spricht von Frucht der Buße. Und er ist der Einzige, der das Recht hat, Frucht an uns zu suchen. Er ist der Einzige, der dieses Recht hat. Und er kommt in diesem Tempel und wir sehen schon in Johannes Kapitel 2, das erste Mal, wo er diese Reinigung macht. Und da, wo er seine Autorität bestätigt. Und hier kommt er hinein und sie fragen, mit was für Autorität tust du das? Und wir sehen Jesus, er kommt das erste Mal im Tempel und er beobachtet, er schaut, er bringt seinen Befund, er schaut mit den Augen des Herrn. Und so schaut er auch auf unsere Werke. Und wie oft, muss ich sagen, von meinem Leben waren die Werke nur Blätter. Es waren keine Feigen. Wie oft sind wir im Haus des Herrn, kommen wir und er zeigt uns und wo er später auch im Vers sagt, wer Glauben hat, wie hier diesen kleinen Korn, der spricht zu diesem Berg. Im israelischen Tradition ist Berg ein Symbol für Probleme. Das zeigt dann Zacharias 7, Vers 9 über diesen Berg der Probleme. Und er sagt, zu diesem Berg sagt, er zeigt diese Autorität, die wir haben im Namen Jesu, diese Autorität. Aber er zeigt damit auch, dass wir Glauben an Gott, aber Liebe zu den Geschwistern haben sollen. So wie Petrus es in seinem Brief sagt, wenn jemand sein Haushalt nicht richtig führt, wenn jemand zu seiner Frau nicht liebevoll ist, dann werden seine Gebete unterbrochen. Wenn jemand nicht mit Würde seinen Ehepartner behandelt, wenn jemand nicht mit Freude, wenn jemand nicht mit Respekt seinen Partner behandelt, dann werden seine Gebete unterbrochen. Wir sind von Gott berufen in der Gnade Gottes. Und er zeigt, dass wenn wir die Gnade Gottes erleben, wir brauchen diesen Glauben an Gott, diesen vertikalen Balken, aber wir brauchen diese Liebe zu den Geschwistern. Es hilft nichts, sagt er, wenn du sagst, du glaubst an Gott, aber hast seinen Bruder. Seine Gebete werden unterbrochen. Er zeigt das im Volk Israel, dass die Bedingungen, dass die erfüllt, wo Jesus jetzt kommt in seiner Herrlichkeit
wo er jetzt hineingeht in der Woche, wo er geopfert werden soll. Er bereitet das Feld vor, wo er zeigt eigentlich zu diesem Feigenbaum, wo er sagt, es nie wieder gebe Frucht. Und die Bibel sagt, und das war verdorrt bis zur Wurzel. Das bedeutet, es gibt keine Frucht mehr. Es war das Symbol für die Leiter von Israel. Es war das Symbol für die Regierenden, für die Priester, für die Pharisäer, dass die Zeit abgelaufen war. Diese Zeit, dass durch Rituale, dass durch diesen Judentum, diese Zeit, sie war jetzt vorbei. Der Tempel, er wurde zerstört. Jesus sagt in Bezug auf dem Leben, früher, Johannes sagte schon, dass diese Axt an der Wurzel gelegt wurde. Und er sagt später, alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht Gottes Kinder. Er kam in das Seine, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und oft sind wir so, vielleicht kritisieren wir, aber vielleicht sind wir genauso. Das Problem war vom Tempel war, dass nicht mehr die Gnade Gottes den Tempel regierte, sondern der Mammon. Man war in dem Haus des Herrn, um Gewinn zu machen, um Geschäfte zu machen, um anerkannt zu werden, um seine Hobbys zu erfüllen, um seine Wünsche zu erfüllen. Da war Gott noch nur derjenige, der Wünsche erfüllt, nicht mehr der, der angebetet ist, nicht mehr der Gnade bringt, nicht mehr der, wo gebetet wird, wo diese wunderbare Gnade. Ein Theologe sagte einmal, wo nicht mehr die wunderbare Gnade der Buße in einer Liturgie des Gottesdienstes ist, dass es so wie ein VIP-Sarg, der wunderschön geschmückt ist, aber es hat kein Leben in sich. Wir sind berufen, um Leben zu bringen. Und wir als Gemeinde Jesu Christi sollen einen Unterschied machen. Wo Jesus hineinkommt in Jerusalem, bringt er diese Zusage in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes, dass er gekommen ist, nicht aus Zufall, er kam bewusst, um für dich und für mich zu sterben, aber er zeigt, er hat das Recht, Früchte zu suchen. Er hat das Recht, Früchte zu suchen bei dir und bei mir. Und dass wir möchten wirklich wachsam sein. Oft werden wir geblendet. Wir merken gar nicht, dass wir viel mehr Blätter haben als Früchte. Wir zeigen unseren ganzen wunderschönen V-Federn von dieser Heiligkeit, aber es sind nicht Früchte. Diejenigen, die uns kennen, die mit uns leben, sie erfahren nicht diese Gnade, sie erfahren nicht diese Liebe. Wir sind von Gott berufen, um Frucht zu bringen, dass die Menschen Gnade in Segen, dass sie Jesus in uns sehen, dass sie in der Gnade Gottes gehen, unabhängig, wie schön wir uns finden. Ich fand wunderbar das Beispiel diese Woche vom Mond. Der Mond, eigentlich ein kleiner Stern, ein hässlicher Stern, der hat kein Wasser, der hat nichts Blaues, der hat nichts Grünes, der hat eigentlich nichts. Wenn du den Mond anschaust, das ist voller Pickel, der ist voller Krater. Sein Gesicht sieht hässlich aus. Aber wenn du romantisch bist, du schaust den Mond, was siehst du? Du siehst die Sonne, weil diese wunderbare große Sonne, sie scheint auf den Mond. Und dann siehst du nur den wunderbaren Schein der Sonne. Und du sagst, wie romantisch, wie schön ist der Mond, weil du siehst die Sonne. Wenn die Menschen dich anschauen, sie sollen Gott sehen. Sie sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie sollen sehen, es lohnt sich, mit Gott zu gehen. Es lohnt sich, mit ihm zu leben. Wir sind Gemeinde Jesu. Wir sind seine Diener. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Da, wo Ängste ist, das Zuversicht ist. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass wir diese Hoffnung bringen. Ich kenne einen Gott. Er kann dein Leben verändern. Ich kenne jemanden, der kann dich verändern. Dein Nachbar, dein Verwandter, diejenige, der Gott nicht kennt, durch dich, dass er die Herrlichkeit Gottes sieht. Jesus zeigt, sieht einen in Jerusalem. Er zeigt, er ist gekommen, damit wir leben und Leben in Fülle haben. In Jesu Namen. Amen. Oh Gloria, oh Gloria. Vater im Himmel, danke, 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 Herr, für diesen neuen Tag, Herr, danke, dass du uns bewahrt hast und danke, Herr, für die Errettung. Danke, Herr, dass du uns nicht aufgegeben hast. Wir danken Jesus Christus, Herr, dass du diesen Kreuzesweg gegangen bist, Herr, dass du es vollbracht hast. Du als König der Könige, Herr, du hättest es nicht tun müssen. Aber deine Liebe ist so groß, Herr, und das hat dir so viel gekostet, damit wir heute diesen Zugang zum Vater haben. Und ich bete, Herr, vergib es uns, Herr. Herr, wenn wir, Herr, es oft nicht schätzen, Herr, wenn wir zu viele Blätter haben, Herr, wenn es nur immer um uns geht, wenn es immer nur um unsere Wünsche, um unsere Verwirklichung, um unser Ich geht, Herr. Oh, Herr, wir sind wir doch so egoistisch geworden, Herr, vergib es uns. Herr, wir wollen wieder, Herr, dass unser Leben es widerspiegelt, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, wir gehören zu dir, wir haben eine Begegnung mit dir gehabt. Es soll nicht umsonst gewesen sein, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Herr, es hat so viel gelitten für uns, damit wir das Leben haben dürfen. Herr, und so bete ich einfach, Herr, dass wir lernen, Herr, wirklich ganz nah bei dir zu sein. Du hast uns dein Wort hinterlassen, Herr. Wir dürfen daraus lernen, aber erforsche unser Herz. Vergib, Herr, da, wo wir es nicht so leben, Herr, wie du es dir wünschst, Herr. Herr, da, wo wir aus deinem Tempel, Herr, so viel
anderes gemacht haben als das, was du dir wünschst. Wir sind heute deine Tempel, Herr. Dein Heiliger Geist soll in uns wohnen und er soll sich wohlfühlen. Herr, vergib uns da, wo Zwietracht, Missverstand durcheinander uns wegziehen von der Gemeinschaft, wo unser Egoismus uns ein Hindernis ist, Herr, wo der Mammon von uns Besitz ergriffen hat. Vergib es uns, Herr, wo wir kritisieren, murren, meckern, unzufrieden sind. Vergib es uns. Herr, wir wollen zurückfinden zu dieser ersten Liebe. Wir wollen als Gemeinde wirklich erkennbar sein, dass deine Liebe in uns wohnt. Herr, dass die Freude, die Kraft Gottes, Herr, die du uns gegeben hast, dass das zu sehen ist. Herr, dass Menschen angezogen werden von dieser Liebe Gottes. Jesus, deine Liebe war so groß und wir sind dir so, so, so dankbar. Aber Herr, diese Errettung ist noch für so viele andere auch. Und Herr, dass wir doch möchten Frucht bringen. Herr, das, was du von uns verlangst, da, wo du uns hinstellst. Herr, ich danke für diesen heutigen Tag. Danke, Herr, für diese Gemeinschaft. Danke, Herr, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dass du uns nicht aufgibst. Oh, Gloria, Vater im Himmel, so führe und leite du jeden Einzelnen und lehre uns, Herr, ganz nah bei dir zu sein, dieser Gemeinschaft in deinem Gehorsam, dass wir den Charakter Christi haben, dass jeder sehen kann, wir gehören zu dir. Oh, Gloria, wir lieben dich und danken dir. In Jesu Namen. Amen.